Die 100. Hungerspiele, Hannah Chavez, Kapitel 2. Er ist verwirrt, das kann ich sehen. Nein, sagt Sander. Nein, das weißt du nicht. Du hast dich nie für Tessera Steiner eingetragen. Dein Name ist viel seltener im Loskrug als der von vielen anderen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gezogen wirst, ist so gering. Ich schüttle energisch den Kopf. Nein, Xander, ich werde mich freiwillig melden. Egal, wer gezogen wird, ich werde mich auf jeden Fall freiwillig melden. Er blickt auf einen Punkt etwas oberhalb meiner Stirn. Sein Blick ist ausdruckslos. Ich kann nichts darin erkennen. Warum? Wenn ich nicht gesehen hätte, dass seine Lippen sich bewegen, hätte ich das geflüsterte Wort bestimmt überhört. Mein Vater, flüstere ich zurück, will es so. Ich schlucke schwer. Er wünscht sich Ruhm. Was er hat, ist ihm nicht genug. Jetzt blickt er mich direkt an, doch seine Augen sind so seltsam, dass ich zweifle, ihn wirklich zu kennen. Auf einmal schnellt seine Hand nach vorne und umklammert meinen Arm. Du darfst das nicht machen, Hannah. Seine Stimme ist tief, bestimmt, doch sie bewirkt nur, dass mir erneut die Tränen kommen. Doch diesmal lasse ich zu, dass sie mir über die Wangen laufen. Ich sage nichts, sehe ihn nur mit verzweifeltem Blick in die Augen. Wir sehen uns lange an, bis mir auffällt, dass etwas nicht stimmt. Erst weiß ich nicht was, doch dann bemerke ich, dass mein linker Arm langsam taub wird. Xander hält ihn immer noch felsenfest umklammert. Au, sage ich und er lässt los. Ich öffne den Mund, um mehr zu sagen, doch in diesem Moment wären alle Worte, alle Zeichen der Verzweiflung, der Angst oder gar der Gewissheit des Todes Verschwendung gewesen. Wir wissen auch so, was der andere denkt. Ich überlege, ob ich etwas tun könnte, was die Tiefe dieses Momentes nicht zerstören würde, doch Xander kommt mir zuvor. Er streckt wieder einen Arm aus, doch diesmal legt er ihn auf meine Schulter und zieht mich an sich. Kurz bin ich überrascht, doch dann vergrabe ich mein Gesicht an seiner Brust und lasse meine Tränen wieder freien Lauf. So nah war ich ihm erst ein einziges Mal in meinem Leben. Erst einmal habe ich seinen Herzschlag so intensiv gespürt und ihn so sanft atmen hören. Ich denke zurück an den Tag, an die Sekunden voller Ungewissheit, in denen ich dachte, er sei tot. Es ist lange her, ich war damals 7 Jahre alt, Xander war 8. Dennoch erscheinen die Bilder ganz klar vor meinem inneren Auge. Ich sehe, wie er den Felsen hinabstürzt. Ich sehe, wie er reglos liegen bleibt und höre, wie ich kreischend auf ihn zurenne. Ich spüre, wie ich auf die Knie falle und mein Ohr auf seine Brust presse und in Tränen ausbreche, als ich merke, dass er lebt. Ich verwerfe den Gedanken wieder. Es ist 10 Jahre her. Es ist vorbei. Dieser Moment hat mit dem Hier und Jetzt nichts mehr zu tun. Dieser Moment ist vorbei. Für immer. Doch was ist das Hier und Jetzt schon? Was hat das für eine Bedeutung? Was bedeutet dieser kleine Moment der Nähe und Zuneigung zwischen uns, wenn ich in einigen Wochen wahrscheinlich tot sein werde? Damals ist Xander bei mir geblieben. Würde er wohl auch jetzt bei mir bleiben? Und nur für den Bruchteil einer Sekunde frage ich mich, wie egoistisch es wäre, ihn zu bitten, mit mir in die Arena zu gehen.